Gut gemacht. Was für ein großer Erfolg. Du hast jetzt Zugang zum nächsten Level der Down-Co-Goodies. Lass die Gewinne weiter fließen. Was habe ich? Ach so, hier. Ja, aber wo kriege ich ihn? 5 Gebäude. Ich habe ja noch gar nicht... Hä? Okay, ich muss mal ein Haus bauen noch. Wohnraum. Wo wollen denn die im besten Fall wohnen? Vielleicht mal hier, Hannah? Achso, das ist ein Busch. Ja, ist egal. Hauen wir mal dahin. Dann brauche ich hiervon und hiervon. Wo steht da? So. Das nächste Haus ist für die Bewohner fertig. Verwalten. Sehr schön. So, dann könnte man im Main nicht fallen lassen. Auch das solltest du wieder aufheben. Wir können jetzt theoretisch die Starterfarm machen. Da kriegen wir Vogelscheuche, kleine Parzelle, Schlauchtrommel, großer Lagerplatz, ja, Marktstand und 2 Kartoffelsamen für 60. Okay. Dann könnte ich jetzt noch nichts Neues sagen. Der wieder Holz brauchen, warte. Achso, andersrum. So. Ein Marktstand. Was brauche ich hier? 3x Bretter. Ich habe sogar noch 3x Bretter. Alles klar. Okay. Bin noch ein bisschen... verwirrt. Ich glaube, man merkt es, aber wir werden reinkommen noch. So, wir schneiden durch. Jawohl. Und was haben wir hier jetzt? Das ist ein Marktstand. Was? Hauen die einfach Müll so in die Stadt? Das könnt ihr ja nicht machen. Okay, wir brauchen Holz. Weißt du was? Wir gehen da rein und holen auch
dann ein bisschen was. Dingste Bombs, die. Nee. Die soll ich drüber packen. Obwohl, wir können eigentlich alles rüberpacken, ne? Wir nehmen das alles mit. Auch hier habe ich wieder so Dingses gekriegt. Ich würde tatsächlich noch gern wegen den Pilzen schauen. Was das ist. Flausch. Was brauche ich? Einen Flausch. Aber wir haben schon wieder keinen Platz mehr. So, das heißt, für ihn braucht man nichts. Obwohl, haben wir Holz dabei? Nee. Und er darf auch noch das Pilzding haben. Er hat mir jetzt den Pilz weggekauft. Der hat ja frech. So, dann holen wir hier mal auf jeden Fall ein paar Sachen. Und hier kann ich nochmal. Achso, nee, kann ich nicht. Hier. Die Pilze kriegen wir nur drinnen. Und was das auf dem Marktstand ist, weiß ich auch nicht. Boah, es wäre halt schon nicht schlecht, wenn wir gleich mal sagen könnten, ein bisschen was automatisieren. Boah, die Pilze nehmen wir mit. Ernsthaft, sind die Pilze so groß, dass ich die nicht mehr reinkrieg? Ja, das ist ja nicht gut. Okay, wir können auf jeden Fall nachher noch schauen wegen Baum. So, lagern. Nee. Eine kleine Parzelle, eine Fläche zum Pflanzen von Saatgut und zum Anbauen von Pflanzen. Aber das kann ich hier gar nicht machen, stimmt ja. Einen großen Lagerplatz. Warte, wir sammeln erstmal hier noch ein bisschen was. Vor allem Pilze, weil, ja, die sind anscheinend so groß, dass die bei uns nicht Platz haben. So, dann gehen wir mal schauen. Oder kann ich immer nur einen einzigen Pilz im Dings haben? Nee, zwei. Kein Platz. Ernsthaft. Ich kann wegen zwei und zwei immer laufen. Das ist nicht so toll.
Okay, ich bringe eben die Pilze aber jetzt mal. Aber das sind doch nicht die richtigen, oder? Aber ist nicht das der Pilz, den er haben will? Keine passenden Gegenstände, anscheinend nicht. Okay. Welche Pilze? Pilz. Okay, bei ihm sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Dann schauen wir mal. Wo ist denn... Da ist es zum Anpflanzen. Ja! So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Platz. Oh, Metallbarren. Ja! Erdbeere entdeckt, Karotte, Zuckerrohr. Okay, pass auf. Hier können wir auf jeden Fall eine kleine Parzelle mal hinpacken. Machen wir so. Eine dekorative Vogelscheuche. Alles klar. Und hier bauen wir mal den Schlauch hin. Dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Verwalten. Saatgut. Kartoffel. Erdbeere. Achso, dann würde ich hier aber auch gerne nochmal Erdbeere haben. Ananas. Einen Pilz haben wir gekriegt. Ey. Ich brauche mehr solche Parzellen. Ich kann aber nur nichts mehr hinpacken. Okay, wir können es ja dann noch umstellen. Oh. Alles klar. Kann ich hier auch erstmal... Werde ich wahrscheinlich gießen müssen, oder? Ups. Wie lasse ich den jetzt wieder... Aha, okay. Und wie lange dauert das jetzt? Das weiß, glaube ich, keiner. Was haben wir dann noch? Das sind Dekorationen. So. Okay. Nee. Okay, die Eisenbarren kann ich die lagern. Ja. Könnte ich... Weil so viele Sachen haben wir nicht. Angeln. Oho. Farmautomatisierung. Alles klar, warte mal. Minenautomatisierung. Mit 45. Arbeiter zu deinem Waldgebiet hinzu.
45 und... Weißt du was? Wir kaufen. Du machst Fortschritte, Bürgermeister. Das letzte Paket, das du freigeschaltet hast, enthält einige neue Rezepte. Jetzt kannst du ändern, welche Art von Gegenstände deine Maschinen ausgeben werden. Brauchst du mehr als Ziegelsteine oder Bretter? Nun, du kannst eher Rezepte verwenden, an der Tischsäge oder der Gießerei ändern, was sie herstellt. Wenn du ein bisschen gierig bist, warum baust du nicht mehrere Maschinen und lässt jede von ihnen etwas anderes produzieren? Das ist mein Ding. Okay. Achso, das ist unten. So, warte mal. Wir nehmen die jetzt erstmal und hauen die mal hier rüber. So. Dann sagen wir Kettensäge. Forstwirtschaftszone, Stempeluhr. Arbeiter, ja! Kettensäge, Werkzeug. Das hier pack mal hier hin. Kann ich. Da kann ich ja gar nichts mehr machen. Rezept verwenden. Wir können eh nur Bretter machen. Haben wir... Jawohl! Es ist halt nur die Frage, wo packten der das dann alles hin? Warte mal, den Lagerplatz. Das bauen wir jetzt hier so ein bisschen dran. Erstmal nur, ne? Das heißt, hast du schon mal, ich hoffe, automatisiert, weil die stehen nicht so, wie ich das gerne hätte. Ach so, die... Dann machen wir so. Okay, die haben alle noch. Hier werden wir wahrscheinlich wieder gießen müssen. So, und dann, nee. Würde ich noch die Minenautomatisierung kaufen. Alter, ja. So, und alles rein da. Kabuff. So, Minen. Abbaulicht. Erstmal hier noch ein Bohrwerkzeug. Ach so. Und wir hätten auch noch oh, das braucht eine Mauer.
Egal, aber wir haben noch einen Arbeiter. Anstellen und ran mit ihm. Ich bin mal gespannt. Ja, aber was macht er? Ich verstehe nicht ganz, was er macht. Okay, warte, ich muss das nachlesen. Automatisierung. Du kannst die Arbeit der verschiedenen Bereiche der Stadt automatisieren. Ja. Ja, eh, aber... Hä? Oh, brav! Der hat schon mal... Okay, der ist eh noch. So, was haben wir dann noch? Dekorationen hätten wir. Wieso geht das? Ach so, weil keine Straße, verstehe schon. Hier. Dann hier Deko. Wieso geht das hier nicht? Wegen der Blume oder was? Ja, aber viel Deko und solche Sachen haben wir halt auch noch nicht. Machen wir hier einen Wasserspender. Was ist das? Ein Blumenkübel nebenbei. Was brauche ich hierfür? Drei Dings, okay. Ja, schneid durch. So, Lichter hab... Ich hab ja da nichts mehr frei. Ich kann ja nicht alles hier auf einmal hinbauen. Okay, dann müssten wir schauen, angeln. Für 60 oder startet Dekoration. Oh, es kommen mehr Sachen dazu. Aha. Okay, dann machen wir mal das Angeln. Das Angeln ist hier unten, ne? Wir brauchen Angel in Routenständer. Wird mit einer Angelroute zum Fischen geliefert.
einen Krabbelbehälter, Muscheln und Krebse aussetzen und fangen. Ich verstehe nicht ganz, wo kann ich das dann hinbauen? Das kann ich hier ja gar nicht ganz hinpacken. Meeresfrüchte-Konverter veredelt Fischeierzeugnisse zu verschiedenen Lebensmitteln. Oh. Den kann ich hier auch nirgends hinpacken. Hä? Muss ich das da drin bauen? Geht das? Nee. Hier drinnen habe ich Abkürzungen dann, oder wie? Ja, aber wohin dann damit? Ach so. Jetzt geht's. Witzig. Machen wir hier. Und dann drehen wir's. Und eins setzen wir hier hin, ne? Und dann haben wir noch... zu wenig Geld für. Weil kostet 40. Alles klar. Und das absenken. Absenken. Okay, dann müssen wir uns jetzt ganz flott noch schnell um die Sachen hier drinnen kümmern. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich zu mehr Bewohnern komme. Häuser. Ich könnte sogar noch ein Haus bauen. Pack mir hier eines hin. Und dann schauen wir mal, ob die hier irgendwas brauchen. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Habe ich da noch irgendwas drinnen? Einen. Boah, die stehen da oben. Die wollen alle her zu uns, oder wie? Ja, bei ihm bin ich noch ein bisschen unsicher, was er macht, ne? Das sind unsere Sachen, oder? Nee. Nee, das sind nicht unsere Sachen. So, die Pilze haue ich jetzt erstmal, waren dann in die Ausstellung, weil hier haben wir eh nichts Neues, ne? Nee. Viele Leute brauche ich dann eigentlich noch gar nicht, oder? Wenn wir das ein bisschen kleiner halten, passt das eigentlich eh vollkommen.
Hauptsächlich sind eh nur mal die Touristen wichtig, dass das mal alles gemacht wird, warte. Okay. Ist da schon was drin? Tatsächlich. Ein Hummer. Das heißt, wir könnten jetzt hier dann einfach mal ein bisschen angeln gehen. Okay, was kostet denn? $55, kauf mal statt der Dekoration auch noch. Jetzt ist die Frage, wann schaltet man dann die Automatisierung frei? Roffel, Bargeschäft, ein Wunschbrunnen. Okay, eine Holzbarriere. Kopfsteinpflaster, ja. Okay, was, wenn ich jetzt den Laden hier oben hinpacken würde? Wie würden die aussehen? Oh, sehr cool. Zum Reinigen von verschmutzten Gegenständen und Geländen. Okay, wenn wir hier so einen Wunschbrunnen dazu haben, ist vielleicht ein bisschen zu nahe, ne? Ein Fahrgeschäft. Aber das ist nur so was Kleines. Da könnte ich im Grunde genommen drei hinpacken. Okay, warte. Wir eines hierhin erstmal. Und dann habe ich nicht mehr Geld. Ach, cool. Wir können auch selber damit fahren. Ich hätte halt gern neue Läden, ne? Aber wir müssen jetzt eigentlich nur schauen, dass wir vom Level her aufsteigen. Warte mal, hier brauche ich 1, 2. Und dann bauen wir das hier mal, den Wunschbrunnen. So, wo sehe ich denn, wann ich aufsteige und wann nicht? Stufe 2. Ah, Stadtrang. Okay, 61. Wir müssen auf jeden Fall drüber kommen. Das heißt, wir müssten mehr Sachen hinbauen. Okay, das machen wir dann. Im besten Fall in der nächsten Folge. Wir haben jetzt das mal gemacht. Zum Reinkommen mal. Unsere Angelstation haben wir, unseren Hof haben wir. Ja, dann werden wir das erstmal so belassen, würde ich sagen. Ne? Kann ich da reingehen? Nee, schade. Gut, dann sage ich Dankeschön und bis morgen.